gut sein, auf der Map kann aber auch scheiße sein. Die haben drei Scouts. Drei Achter Scouts, die sind normalerweise relativ leicht da auch zu spotten. Wenn die keine Katan-Crew haben, dann könnte ich sie outspotten da oben im Gebüsch und ein bisschen Damage auf die Scouts erstmal machen und dann schauen wir mal. Können wir nur hoffen, dass unser Team jetzt nicht so komplett aus von Speech ogert. 277 ist auch nicht ganz unten, okay, passt. Ne, die haben sogar noch einen 9er Scout, das ist natürlich nicht so cool. Aber gut. Schauen wir mal, da ist schon der erste Kandidat. Gerade irgendwie ein Problem gehabt, die Gunner Pressure zu finden. Das ist halt ein Russer hier. Hier steht eine Titan. Schnitzelfuß. Lord. Nicht zu, ich hoffe, ich bin zu. Hab ich jetzt Schüsse kassiert? Hat er jetzt Schüsse gefressen für mich? Glaub schon. Ich glaube, der hat jetzt Schüsse gefressen für mich. Sorry, Mann. War jetzt nicht die Absicht. War nicht meine Absicht. Ich glaube, der hat jetzt die Schüsse getankt für mich. Naja. Er sollte halt da nicht sitzen unbedingt an dem Stein. Ich glaube, er hat echt die Schüsse für mich getankt. Kommt vor. EBA-90 ist nicht schlecht, ne. Er ist nicht so ganz so stark wie der 10er. Aber schlecht ist er keinesfalls. Nope, ist gut. Feuerbereitschaft hergestellt. Ziel aufgegeben. Wir direkt hier hin, Obertmann. So, what? Und was willst du jetzt hier machen? Fahr ich halt weg. Wichtig, Artie, ganz wichtig. Feuerbereitschaft hergestellt. Komm, du Schmutz. Ja, wie er mich will, oder? Hammer. Der Hammer. Will ich mir doch nicht nur ein, oder? Hier sind auch noch andere Panzer, die er da fokussen könnte. Feuerbereitschaft hergestellt. Na, willst du mich immer noch, du Schmutz, mit deinen 100 HP? Bist du immer noch so geil an mir interessiert, ja? Der ist da und der T-44. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Da ist er wieder, da ist er wieder. Er hat einen 268 jetzt einen in den Arsch geschossen. Da ist eine Grille, komm on, schießt doch mal auf die Grille vielleicht. Feuerbereitschaft hergestellt. Wo sind Sie hin? Tschüss! Du Wichser. Die Grille hat auch nochmal auf mich geschossen, als ich gerade auf war. So ein Wichser, habt ihr das gesehen? Bestes Beispiel dafür. Dass er sich so rauslehnt sogar hier und so noch einen Schuss frisst und noch einen Schuss und bis ein Panzer einfach stirbt. Hauptsache dahin fahren. Ich meine, was war denn mit ihm? Er kommt straight auf mich drauf geogert. So läuft es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kommt sehr viel vom Beach jetzt hoch. Ich werde jetzt mal viel umladen. Das ist ein knappes Ding jetzt hier. 5 zu 5 wieder. Das ist echt ein super knappes Ding. Wir müssen eigentlich die Grille killen. Den Stritz und so weiter. Wir müssen eigentlich die Ecke da gewinnen, wo jetzt die Grille steht. Genau, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also wir brauchen halt quasi eine Seite, eine Flanke. Da ist was. Feuerbereitschaft hergestellt. Grille irgendwo anders hin, bitte. Danke. 268 will die Grille jetzt. Die Grille hat verkackt. Wams! Da ogert da rein mit seinem 2. Hat er sogar HE geschossen? I don't know. Komm, klipp dich leer. YOLO! YOLO, YOLO, YOLO! 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 Dschihad! Dschihad! Alu Akbar! Repariert. Weiter geht's.
Autoloader muss mich leer schießen. YOLO. Ja, komm du auch noch. Komm du auch noch, du Vieh. Komm. Dummes Vieh. Ja, komm her. Komm. Komm du auch noch, du blödes Stück Scheiße. Fahr mich nicht halt. Warte mal, dein Kumpel, der beobachtet das gar nicht. Schau mal, dein Kumpel hier. Oh. Und du auch. Ja, so ein Mist. Muss man nur schauen, dass wir noch ein Decap rauskriegen. Feuerbereitschaft hergestellt. Finden wir ein neues Ziel. Daneben. Ins Gesicht. Heat ins Gesicht. Wir haben noch eine Art hier, ne? Wir könnten eigentlich rausfinden. Oh, oh, oh. Ja, hallo. Hier wird nicht gecapped. So funktioniert's nicht. Jetzt müsst ihr doch. Müsst ihr doch was machen. Na? Oh. Schmeckt? Peinlich, peinlich, peinlich. Das ist die Unterwanne. Oh. Willst du jetzt mal schießen vielleicht? Ja, na endlich, ey. Komm. Hallo. Ach, komm. Brauchst hier nicht wegfahren. Hab gleich geladen. Schmeiß deine Maus weg, schmeiß dein TVP weg, schmeiß dein WZ-132A weg. Du gewinnst das Game halt doch nicht. Aber ich will eine 3 Mark. Danke für den Feed. Danke für den Feed, Mann. Schmeißt euch einfach die Panzer weg. Ich will eine 3. Mark. Vielleicht reicht's sogar. Danke für den Feed, ey. Ganz ehrlich, ey. Da ist die 3. Mark, ey. Da, was sagt da Offspring dazu? Jawohl. Da ist die 3. Mark, jawohl. 3 Erfolgsmarkierungen, ein Ace-Tanker. Das Spiel spielt Offspring erstmal. Speer. Irgend so ein Crap. Unterstützer. Großkaliber. Da ist das Ding. Fast 5000 Damage, 5 Kills. 3000 gespottet. Schauen wir mal, wie es beim Gegnerteam so lief. Der Scout, der mich unbedingt wollte, hat 700 Damage gemacht. Hat sich ja für ihn gelohnt. Scheinbar. Der TVP, der mich wollte, hat seine 2K Damage gemacht, also 2 Clips. Die Maus hatte bis dahin 3K Damage, ist aber dann wirklich verreckt. Und der Typ, der gecapped hat, hatte bisher 4K Damage am Beach wahrscheinlich. Jo, du bist immer live dabei, Beat. Nur dann, wenn es eine 3. Mark gibt. Aber du hast heute schon eine verpasst. Ich habe schon noch was anderes gedreimalt. Jo, GZ. Dankeschön. So. Runde Fettbam. Lasst es euch schmecken. So, ich setze noch ein Highlight. Das kommt auch nochmal auf YouTube für die, die es wirklich verpasst haben. Ich sag ja, es kommt immer eine Kackmap und dann macht man wieder eine gute Runde und dann passt es. Typisch. Typisch für dieses Game. So, da ist das Ding. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir die Ideen aus. Nee, ich habe schon noch viele Ideen. Ich weiß schon, was ich mache. So, Offspring hat zu Ende gespielt. 8000. Über 8000. Na gut, nehmen wir.
die Tiere so auf mich drauf ogern müssen wieder. Das zieht die schon an, ne? Das zieht die irgendwie an. Ich weiß nicht, was mit denen... Warum die so... Verstehe ich nicht, ne? Keine Ahnung.